Hallo, ich begrüße Sie herzlich zu einem Blick hinter die Kulissen der Deutschen Bundesbank. Wir sind hier mitten im Frankfurter Bankenviertel und hinter mir, das ist das FBC, das Frankfurter Bürocenter. Hierhin sind ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bundesbank gezogen für die Zeit des Umbaus der eigentlichen Zentrale. Auf 41 Stockwerken arbeiten hier rund 2000 Beschäftigte und unter ihnen auch der Bundesbankpräsident. Und in sein Büro lade ich Sie jetzt ganz herzlich ein. Treffen wir uns dort. Und hier sind wir jetzt im Büro von Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Ich komme gerade aus dem anliegenden Besprechungsraum und hier gibt es noch eine Sitzgruppe für Besucher und natürlich seinen Schreibtisch, an dem er Reden und Termine vorbereitet und auch Videokonferenzen führt, wie wichtige Treffen mit der Europäischen Zentralbank, deren Ratsmitglied er ist. Natürlich gibt es hier auch persönliche Gegenstände, also Fotos, Bücher oder Auszeichnungen und hier ist ein Modell des Bundesbankcampus, wie er zukünftig aussehen könnte. Und jetzt schauen wir mal, wo Joachim Nagel in der Europäischen Zentralbank an wichtigen Entscheidungen mitwirkt. Lassen Sie uns einen Exkurs zur EZB machen, die ihren Sitz ja auch in Frankfurt hat. Und dann gehen wir zu den Goldreserven der Bundesbank. Folgen Sie mir. Wir sind jetzt hier im Sitzungssaal der Europäischen Zentralbank, der EZB. Die EZB und die nationalen Zentralbanken bilden zusammen das Eurosystem, dessen vorrangiges Ziel darin besteht, Preisstabilität zu gewährleisten und damit den Wert des Euro zu wahren. Hier in diesem Saal kommt in der Regel zweimal im Monat der EZB-Rat zusammen. Und jetzt schauen Sie mal an die Decke, die hat eine ganz besondere Gestaltung, die die Architekten Europadecke nennen, weil sie eine stilisierte Europakarte darstellt. Von diesem kleinen Exkurs hier in die EZB gehen wir jetzt zurück in die Deutsche Bundesbank und schauen, was es dort noch zu sehen gibt. Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Und hier befinden wir uns jetzt im Operational Center für die 3-Tage-Services des Eurosystems auf dem Bundesbank-Campus. Und drehen Sie sich mal um. Auf dem Monitor hinter Ihnen sehen Sie die Kollegen der Banca d'Italia in Rom, zu denen es eine Videostandleitung gibt. Diese soll gewährleisten, dass im Notfall immer die eine Seite die Aufgaben der anderen Seite mit übernehmen kann. Sicher kennen Sie eine der Target-Services, nämlich die Echtzeitüberweisung. Diese Instant Payments können rund um die Uhr, übers gesamte Jahr, auch an Wochenenden und Feiertagen, in Sekundenschnelle ausgeführt werden. Außerdem werden hier noch die Target-Großbetragszahlung und die Target-Wertpapiergeschäfte abgewickelt. Das alles im Auftrag des Eurosystems. Und jetzt gehen wir zu den Goldreserven. Kommen Sie mit! »136.637 Goldbarren liegen hier tief unter der Erde hinter dicken Panzertüren. Mehr als die Hälfte der deutschen Goldreserven verwahrt die Deutsche Bundesbank hier. Ein Goldbarren hat etwa die Größe einer Milchtüte, wiegt aber 12,5 Kilogramm. Deutschland hat mit 3.359 Tonnen weltweit den zweitgrößten Goldbestand nach den Vereinigten Staaten. Dieses gute Stück hier hat etwa den Wert eines Einfamilienhauses in Frankfurt. Ich glaube, den lassen wir mal lieber hier. Von hier tief unten gehen wir jetzt in schwindelnde Höhen auf 142 Metern. Ich hoffe, Sie sind schwindelfrei. Hier auf dem Dach des FBC hat man wirklich einen atemberaubenden Ausblick auf die Frankfurter Innenstadt. Hier hinten zu meiner Rechten sieht man das Trianon, gut zu erkennen an dem Dreieck. Und zu meiner Linken den Main Tower, der mit der weiß-roten Sendeantenne. Daneben die Commerzbank, immer noch das höchste Hochhaus der EU mit 259 Metern. Hier vorne
Rechts unten, da ist das Frankfurter Westend, ein sehr alter und nobler Stadtteil. Demgegenüber direkt das Bahnhofsviertel liegt mit seinem Rotlichtmilieu und der Drogenszene. Also man sieht von hier oben nicht nur die Hochhäuser der Stadt, sondern man sieht auch die Vielfältigkeit und die Gegensätzlichkeit von Frankfurt. Ich lasse Ihnen jetzt noch einen Moment, diese wunderbare Aussicht zu genießen, und das mache ich jetzt auch.